Herzlich willkommen zum Vegetationsreport in dieser Woche. Die Weizen- und auch die Rapsernte ist noch voll in Gang. Aber dennoch ist auch schon die Zeit gekommen, sich über die Rapsaussaat Gedanken zu machen. Heute befinde ich mich im Randotal und dort haben die ersten Landwirte bereits am Montag schon mit der Rapsaussaat begonnen. Wie Sie im Hintergrund sehen können, geht es heute in diesem Vegetationsreport um die Bodenbearbeitung zu Raps. Derzeit stehen noch etliche Hektar Weizen auf dem Halm. Auf diesen Flächen sollen aber auch in den nächsten Tagen noch Raps bestellt werden. Die Zeit eilt. Das nächste Problem besteht aber auch darin, dass wenn Sie sich die Weizenstängel genauer betrachten, dass sie oft noch sehr feucht und auch zäh sind. Das bedeutet, dass das Stroh sich schlecht zerkleinern, häckseln und verteilen lässt. Aber ein gutes Strohmanagement ist das A und O für eine gute Rapsaussaat. Lange Stroh lässt sich nicht einarbeiten. Das können Sie hier sehr schön sehen. Nachdem der Tiefengruber rübergefahren ist, schwimmt das lange Stroh auf und liegt oben drauf. Daher kann ich es nicht oft genug sagen. Achten Sie darauf, dass das Stroh fein gehäckselt und auch gut verteilt wird. Denn im Anschluss haben Sie nur noch wenig Möglichkeiten, das Stroh zu verteilen, um es dann auch später mit dem Pflug oder auch mit dem Grubber einzuarbeiten. Neben dem Strommanagement spielt auch die Grundbodenbearbeitung zu Raps eine ganz große Rolle. Hier hat der Betrieb nach dem Stoppelsturz zwei Tiefengrubber getestet. Die zwei Varianten können Sie im Hintergrund sehen. Auf der einen Seite wurde sehr intensiv gearbeitet und dort ist das Land sehr fein. In diesem Fall ist eine Kreiselegge vor der Drillmaschine gar nicht mehr notwendig. Auf der anderen Seite ist das Land aufgrund dieses vierbalkigen Grubbers ohne viele Walzen sehr grob geblieben. Also was ist das Wichtigste? Wenig Stroh im oberen Bereich. Als zweites eine tiefe Durchmischung. In der Krume wenig Störschichten zu haben und dann ein feines Saatbett, um dem Raps dann wirklich auch ganz flach zu sehen, aber auch so, dass er an die Kapillarität rankommt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Bodenbearbeitung und hoffe, dass Sie nächsten Mittwoch wieder einschalten. Dann geht es nämlich um die Rapsaussaat und die Herbizidspritzung. Bis dahin, tschüss!